Ja, sie haben es heute ein kleines Informationsvideo zu meinem Let's Play Pro Evolution Soccer 2013. Und zwar, ja, es gibt eine Umfrage, und zwar könnt ihr abstimmen, erstens auf meiner Homepage, dazu geht ihr hier unter den allerersten Link, hier ist Homepage, hier klickt ihr einfach drauf und dann gelangt ihr zu meiner Homepage. Genauer gesagt, zur Startseite von meiner Homepage, die ihr jetzt nochmal sehen könnt, dann einfach auf den Homepage-Button klicken, dann ein bisschen runter zur Umfrage und hier eine kleine Umfrage mit den ganzen Mannschaften. Hier klickt ihr einfach zum Beispiel auf den FC Chelsea. Hier zum Beispiel, und dann könnt ihr hier schon das Ergebnis sehen. Und wenn ihr auf Auswertung klickt, kommt ihr genauso wieder zu diesem Fenster. Eine weitere Möglichkeit ist unter Fanpage, bisschen weiter unten zu klicken, dann scrollt ihr wieder auf der Fanpage runter und hier eben auch wieder eine Umfrage mit den ganzen gleichen Antworten. Zum Beispiel wieder FC Chelsea oder FC Bayern, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Dortmund, AC Mailand oder Bremen. Allerdings bei Bremen, dieser Verein wird schon in der Staffel 2 des Let's Play FIFA 13 verwendet. Und allerdings könnt ihr auch hier noch bei Facebook, bei der Facebook-Umfrage, weitere Vereine hinzufügen. Wenn ihr zum Beispiel meint, ja, komm, Patrick, mach doch mal den ersten FC Nürnberg in der ersten Bundesliga als Let's Play. Ja, dann geht es auch so. Genauso. Oder auch Braunschweig in der zweiten Liga, wäre alles möglich. Aber das ist eben nur auf der Facebook-Umfrage möglich. Ja, stimmt ab. Und ich denke mal, die Umfrage wird so 5, 6 Tage laufen. Und dann werde ich anfangen mit diesem Let's Play. Und dann sage ich, haut rein. Wie gesagt, Facebook-Umfrage und Homepage-Umfrage möglich. Die werde ich dann auch natürlich gemeinsam anschauen. Und dann sage ich, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Umfrage natürlich nicht vergessen. Haut rein.